Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach einem erfolgreichen Start von unserer Powerbank-Aktion vor 3 Wochen geht es jetzt weiter mit einer neuen Serie. In der GoP-Zeitung dieser Woche finden Sie wieder eine spezielle Beilage, einen Kalender mit verschiedenen Bonds zum Profitieren. Wie Sie wissen, berechtigen die Bonds zu einer ganzen Reihe von Vergünstigungen. Frischfleisch, Charcuterie und Wurstwaren zum Beispiel gibt es beim Kauf ab 30 Franken 10 Franken günstiger. Und auf das ganze Food- und Non-Food-Sortiment kommen Sie erst noch 10-fache Superpunkte über. Damit alles gut klappt, muss man beim Einlösen an der Kasse aber ein paar Punkte berücksichtigen. Gell, Tamara? Das stimmt. Die Bonds sind nur einmal gültig. Man kann sie aber mit anderen Vergünstigungen kumulieren. Also Preisreduktionen und Superpunkte beziehen. Alles Nähere steht übrigens auf der Rückseite. Wir an der Kasse wären dankbar, wenn Sie den Bon vor dem Tippen abgeben und auch das Datum sollte man beachten. Die Bons sind nämlich befristet bis zum 6. April. Also daran denken und die wertvollen Gutscheine rechtzeitig einlösen, damit sie nicht verfallen. Danke, Tamara. Bitte schön. Wie wir gerade gesehen haben, sind die neuen Powerbonds für alle Aufschnitte gültig. Sogar wenn sie im Laden viele Leute hat, müssen sie bei der Charcuterie nicht mehr warten, bis sie bedient werden. Das Neueste in unseren Läden ist nämlich frische Charcuterie. Scheibe für Scheibe einzeln verpackt und zum Mitnehmen bereit. Während Sie aus dem grossen Angebot wählen, wird laufend für Nachschub gesorgt. Schnell und ohne darauf zu warten. Individuelle Wünsche werden selbstverständlich nach wie vor erfüllt. Die verlangten Sorten sofort geschnitten und einzeln frisch verpackt. Mehr als 50 Sorten Charcuterie sind zurzeit in unseren Metzgereien mit aktiver Selbstbedienung verfügbar. Lyoner, Schinken, Bündnerfleisch, Fleischkäse und. Auch Neuheiten kommen laufend dazu, wie zum Beispiel der Salami von Coop Naturaplan. Es ist geplant, die aktive Selbstbedienung in allen Verkaufsstellen mit Metzgereien zügig zu realisieren, damit Sie die Charcuterie noch frischer und ohne Wartezeit einkaufen können. Nicht um Charcuterie, aber um ein schönes Stück Fleisch geht es im Rezept vom Teleskop. Das Team von Betty Bossi hat für morgen nämlich einen Rindsbraten mit einer feinen Füllung vorgesehen. Gehackte Zwiebeln, die drin hier. Und gleich auch Kräuter rein. Mhm. Und den Knoblauch auch gleich mitdämpfen. Ja. Und jetzt kann ich das satt einrollen. Und dann kommt der Geschmack natürlich durch ein ganzes Brot raus. Weißt du, sonst schaust du mir ein bisschen näher. Dann kann man es gerade so kippen. Genau. Und dann kann ich doch ein bisschen verteilen. Hier sieht man noch die Soße. Hier habe ich die Zwiebeln rausgenommen. Und die restlichen Gemüse die habe ich dann einfach püriert. www.teleskop.ch, dort findet man das feine Rezept. So. Das Rezept sehen Sie in voller Länge zum Nachkochen, morgen über den Mittag um 12:30 auf dem Sender und wie gewohnt in der neuen GoP-Zeitung. In der GoP-Metzgerei ist Ihnen bestimmt schon aufgefallen, dass Fleisch blau oder grün verpackt ist und in blauen Schalen verkauft wird. Auch unser Konsumentendienst wird häufig auf das Thema angesprochen. Fleisch aus artgerechter Haltung und Fütterung ist blau verpackt und wird in der Metzgerei in einer blauen Schale angeboten. Das in der grünen Verpackung hingegen ist Biofleisch und kommt von Höfen, die vollständig auf biologische Landwirtschaft umgestellt haben. Beides ist also ein Beitrag ans Tierwohl, an die Umwelt und an die eigene Gesundheit. Montagabend um 7:45 Uhr fängt endlich wieder der Frühling an. Mit verschiedenen Aktionen hat auch unsere Blumenabteilung an das Ereignis gedacht. Im Bau und Hobby und in den grösseren Verkaufsstellen findet man jetzt Buchs in diversen Formen und Grössen. Als fröhlicher Kontrast dazu gibt es verschiedenfarbige Pansen im Zehnerpack. Profitieren Sie also von diesen günstigen Frühlingsgrüssen. Mit diesem Hinweis sind wir am Schluss für heute. In einer Woche sind bei uns schon die Toaststraßen unterwegs. Und es geht weiter mit wertvollen Bons aus der grossen Profitieraktion. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!